Mario und Kuh wollen herausfinden, wer der ultimative Superstar ist. Was bedeutet das und wie soll man es entscheiden? Aha, Mario hat offenbar eine Idee, wie man den Superstar ermitteln könnte. Den anderen gefällt sein Vorschlag ganz offensichtlich. Und sie schienen ganz heiß darauf zu sein, die Tat umzusetzen. Diesmal werden wir herausfinden, wer der wahre Superstar ist. Das Organisationsteam für den Wettbewerb besteht aus Bekannten. Mein Freund Toilette, also dann legen wir los. Hast du gar nicht etwas vergessen? Bowser. Es könnte auch jemand von uns zum Superstar werden. Stimmt's, Leute? Und überhaupt, dem Organisationsteam traue ich ja gar nicht. Komm weg! Du machst beim Organisationsteam mit und lass dich voneinander nicht unterbuttern. Jawohl! Aber erwarte nicht, dass vorteilig wäre, knackte Bowser. Sehr schön. Mit Kamek Safe sollte die Vorbereitung schnell abgeschlossen sein. Das ging ja schnell. Ein sehr schneller Dialog. So, Leute, jetzt wird's stark klar. Wartet nur ab, was wir hier im Petto haben. Und damit sei grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elan. Ja, startfrei für dich, die Titel des wahren Superstars. Zu einem ersten Part von Super Mario Party für die Switch. Ja, da haben wir es. Super Mario Party. Ich spiele es am Release Day. Hochladen tue ich es nicht am Release Day und wir spielen mit einem Controller, da es gerade eingeblendet wird. Kann ich dir gerade sagen. Mit dem. Der linke ist es, glaube ich. Spiel mit dem linken Joy-Con. Nur einem Joy-Con. Das ist etwas außergewöhnlich. Mal schauen, wie ich mich da dran gewöhne. Wie ich mich dran gewöhnen werde. Ist auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche Spielsteuerungsweise. Aber ja. Mario Party, das ist es. Das wird super. Ja, ich würde mal sagen, wir legen langsam mal los. Part 1 startet für euch jetzt. Da haben wir die Charakterauswahl. Mario, Luigi, Peach, Daisy, Wario, Waluigi, Yoshinski, die Rosalina. Hier noch freizuschaltende Charaktere und die Bösewichte hier aus dem Team. Bowser, Jumba, Shy Guy, Koopa, Monty, mein Maulwurf, das ist Wario, Bowser Jr., Boohoo und Hammerbruder. Ja, ist ja recht klar, wer hier noch alles dazukommen wird. Wir haben es ja im Vorspann gesehen, also so ganz unklar ist es nicht, wer da noch ergänzt werden wird. Ich würde gerade einen der Bösen spielen. Ich werde das übrigens allein spielen im Singleplayer-Modus. Da ich hier ja gerade nicht sonderbar Leute habe, die das mit mir zu zweit spielen können oder zu dritt oder zu viert. Ist halt so als Let's Player, ist halt ein bisschen. Nun ja. Vielleicht wird demnächst mal irgendwie jemand dazukommen. Vielleicht wird es mal ein Part geben, wo man zu zweit aufnimmt oder zu dritt. Wer weiß, wie es sich ergibt. Halt. Ich will nichts versprechen, aber ja, kann sein. Den Maulwurf, den würde ich gerne nehmen. Monty Maulwurf. Aber Gumba, den finde ich auch ganz toll. Wir werden eh alle mal ausprobieren. Also ich würde sagen,
Wir beginnen mit Monty Maulwurf. Den finde ich sympathisch, den können wir mal als Charakter wählen. Ich wähle dich, Monty Maulwurf. Okay. Da haben wir ihn. Monty der Maulwurf. Ja, passt ja zu mir. Ah, da können wir uns bewegen. Hopp, 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 hopp. Möchtest du die Partyblase wirklich verlassen? Nein, möchte ich natürlich nicht. Willkommen, hier ist der Jank zur Partyblase. Mit wem möchtest du eine Party feiern? Ui, da dürfen wir uns die Comps aussuchen. Normal, stark oder sehr stark. Ah, okay. Sind die Charaktere jetzt schon festgelegt? Ich hoffe nicht. Ich nehme natürlich anfangs mal normal. Ja, sehr stark und stark, da würden wir es noch nicht dran wagen, aber ja. Yoshi, Yoshi, ich bin startbereit. Mal Party, das möchte ich sofort hin. Normal nehmen wir natürlich. In der nette Geste beim Wettkampf ist übrigens mit den anderen abzuklatschen. Am schönsten ist es, alle die Timing genau treffen, das Training. Wie ist mit dem Versuch? Fertig. Ja. Hab ich das hier schon gemacht? Ja gut. Schon mal ein bisschen irgendwie hingekriegt. Yeah. Na, das bringt die Wettkämpfer doch ineinander näher, nicht wahr? Ja. Und nun viel Spaß bei der Party. Bis dann. Oh. Um die Partygruppe zu ändern, einfach wieder bei mir vorbeischauen, ja? Okay. Tschüss, dann diesmal wirklich. Was gibt's, Monty Maulwurf? Was möchtest du gern tun? Anzahl der Konsolen oder Spieler ändern, Charaktere ändern, nichts ändern. Ah, da kann ich noch einen zweiten dazufügen. Ah, ist klar. Charaktere ändern. Ah, da kann ich mein Team zusammenstellen. Charakter wechseln. Dann machen wir ein böses Team drauf, draus, das wäre ganz gut. Machen wir, glaube ich. So, Goomba nehme ich mit ins Team. Ja, warum auch nicht. So. Dann nehme ich auch gleich Boohoo mit rein. Und, ja. Nehmen wir Shy Guy mit dabei, da sind wir hier die ganzen Underdogs hier, die Kleinen hier, die Lakaien von Bowser. Ja, warum nicht? Obwohl Monty Maulwurf ist ja eher so eine neutrale Partei, wie ich das mitgerichtet habe. Oder irre ich mich da? Der war jetzt nicht wirklich ein Bowser-Scherge, aber ja. Halt so ein. Ja. Typ, der einfach friedlich in der Erde lebt und nicht wirklich böses will. Nichts Böses beabsichtigt. Dann haben wir unser Team neu zusammengestellt. Goomba, Boohoo und natürlich den Shy Guy. So können wir aufbrechen. Oh, Monty Maulwurf. Diese Party ist so groß, dass ich hier etwas für dich besseren Orientierung habe. Ein Gerät, das richtig was hier macht. Das Toad-Tablet. Ich hoffe, es hilft dir. Ja, dann war's das Toad-Tablet. So sieht's aus. Mitteilung. Du kannst jetzt das Toad-Tablet verwenden. Darauf findest du unter anderem eine praktische Karte. Schließ das Toad-Tablet zum Party-Plaza zurückzukehren. Alles klar. Dann haben wir Mario Party. Ein Brettspiel, das mit Würfeln gespielt wird. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Sterne hat. Da wird es wahrscheinlich noch ein paar Bilder dazu geben oder ein paar andere Informationen. Wenn das Spiel fortgeschritten ist, momentan ist das ziemlich weiß und unberührt. Partner Party, Maraft Abenteuer, Beat, Minispiele, Online Marathon, Marioton und der Eingang. Ja, soweit, so klar.
So, da können wir ja schon auswählen. Kraft Abenteuer, Mario Party und die Bühne, die Beatbühne. Schauen wir hier nochmal ein bisschen um. Das sind die Minispiele. Hier steht ein gelber Tod. Willkommen beim Online-Mariothon, bei dem du in Minispielen gegen Spieler aus der ganzen Welt antreten kannst. Nee, das wird nix. Das habe ich jetzt noch nicht vor. Oh. Wen haben wir denn hier? Oha. Eine Piranha-Pflanze. Da sollten wir nicht so doll drauf springen. Was hast du hier? Oh, spring ich auf meine Teammates. Ich wäre so gern der wahre Superstar geworden. Aber ich muss ja beim Organisationsteam mitmachen. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Nein, stets zu Diensten. Lucky Two, der Gute. Den können wir auch nicht spielen, ist auch kein spielbarer Charakter. Der ist beim Organisationsteam. Toad ist auch kein spielbarer Charakter. Wie wir sehen. Hier wird eine tolle Attraktion vorbereitet. Du würdest sie ja gern sofort ausprobieren. Aber leider musst du dich noch etwas gedulden. Du kannst hier spielen, sobald alle Minispieler freigeschaltet sind. Na dann, bin ich ja gespannt drauf. So, hier entsteht auch noch einiges. Es wird wohl langsam voller. Oh, da ist noch Kamek. Der hat bestimmt was zu sagen. Kamek. Kamek. Möchtest du mit uns reden? Nicht? Doch. Das hier ist der Party Plaza, die ich mit Hilfe meiner Magie herbeigezaubert habe. Ein perfekter Austragungsort für unsere Party, denkst du nicht auch? Etwas in so großem Stil aufzuziehen, kann nur im Organisationsteam. Ich, wer sonst? Das zumindest ist meine Meinung. Na denn. Und wen haben wir denn hier? Die kenne ich doch irgendwoher. Birdo. Hallöchen, Jungs, Birdo. Wie läuft's bei dir, Monty Maulwurf? Die Party hat angefangen. Ich bin sehr so aufgeregt. Endlich finden wir heraus, wer der echte Superstar ist. War ein langer Weg bis hierhin. Wusstest du, dass diese Art von Wettbewerben schon eine lange Tradition hast? Was echt? Ja, echt. Doch so wusstest du gar nicht. Dann lass mich doch schon mal davon erzählen. Die Wettbewerbe trugen immer schon den Namen Mario Party. Das war immer richtig was los. In jungen Jahren habe ich da auch mal teilgenommen. Oh, tut mir leid. Da hat mich ein bisschen die Nostalgie überrannt. Wir können dann ein andermal ausführlich drüber reden. Sein Weibchen und ich spreche hier gerade so tief. Okay. Eine kleine Geschichtsstunde. Ich hab grad die Gegner auf die Kumpels dabei. Dass wir echt nicht nur drauf schaffen gut sind. Ja, das werdet ihr. Hier würde man jetzt sagen, ist die Partnerparty. Wir fangen direkt mal hier mit Mario Party an. Das Hauptstück des Spiels, das Herzstück. Machen wir das. Willkommen bei Mario Party. Wusste ich es doch, dass dich hierhin verschlägt. Viel Glück. Oh. Drücke Plus oder Minus auf dem Joy-Con, wenn du den Modus wieder verlassen möchtest. Alles klar, wenn ich das mal behalte. Ein Brettspiel, das mit Würfeln gespielt wird. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Sterne hat. Da haben wir den Wump-Domino-Ruine. Die Wump-Domino-Ruine. Sorry. Bist du den Gefahren gewachsen, die dich auf den Pfaden der Domino-Ruine erwarten? Die Mario Party König Bob-Oms Pulverfassmine. Die König Bob-Oms näher lebt man gefährlich. Aber es kann sich lohnen. Das sieht doch spannend aus. Die Riesenobstparadiesinsel. Hier sind vier Inseln Schauplatz des Geschehens. Nutze die Röhren zum Inselbank.
und eine geheime Mario Party. Insel hier, das sieht ja schon sehr spannend aus. Man wird sich wohl noch freischalten. Momentan haben wir drei Dinge, mit denen wir anfangen können. Bom, das sieht spannend aus. Aber wollen wir damit anfangen? Ich glaube, ich fange mal hiermit an. Mit Wump, Domino-Ruine. Klingt doch gut. 10 Runden, 60 Minuten, 15 Runden, ca. 90 Minuten, 20 Runden, ca. 120 Minuten. Ach du Schande. Ich glaube, wir fangen leicht an hier mit 10 Runden. Es dauert 60 Minuten. So viele Parts von Maus einem Spielbrett dann noch nicht rausmachen. So, 10 Runden. Fangen wir an. Das hat jetzt eine ganze Weile gedauert, bis wir hier anfangen konnten. Da hüpfen wir aus den Röhren. Das Team. Ach so, wir sind hier kein Team, wir sind Kontrahenten. Ach so. Ja gut, das sind die Kommissare. Ah, hey, jetzt verstehe ich es erst. Als wäre es mein erstes Mario Party. So ist es ja nicht, aber gut. Spielen wir hier nur gegen Bösewichter. Wie soll es so sein? Hallo, willkommen bei diesem formidablen Abenteuer. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Ja. Also nicht zum ersten Mal meine Mario Party spielen, obwohl es sich fast so anfühlt hier. Aber ja, hier bei Super Mario Party bin ich das erste Mal. Dies ist eine geheimnisumwitterte uralte Ruine. Welchen Zweck sie wohl gedient haben mag. Haarsträubende Fallen. Und dazu riesige Wumps, die den Weg blockieren. Hier kommt keiner vorbei, ohne jede Ausnahme. Außer ich bekomme die ein oder andere Münze. Oh je, die schrecken in den hier ja wirklich nie. Das Ganze scheint also wirklich kein Knallspiel zu sein. Wie sieht es mit den Regeln aus? Sollen wir die Regeln durchgehen? Na gut, einmal ganz schnell. Kamek erklärt's oder was? Nee, Toads ist noch dabei. Würfle und zieh die entsprechende Zahl an Feldern. Lande auf besonderen Feldern, um Münzen zu sammeln. Aber nimm dich in Acht vor roten Feldern. Für jedes gewonnene Minispiel erhältst du nur eine ganze Menge Münzen. Münzen allein sind jedoch nur das Mittel zum Zweck. Um zu gewinnen, brauchst du etwas anderes und zwar Sterne. Wer davon am Ende die meisten hat, gewinnt die Partie. Selbst 100 Münzen würden dir nur wenig helfen, wenn du nur einen Stern hast. Es ist eben wie beim bekannten Sprichwort. Ein Stern, Sterne regieren die Welt. Ja, ein sehr bekanntes Sprichwort, wer kennt es nicht? Gut, dann benötigen wir jetzt die Reihenfolge der Spieler. Bitte würfeln. Ach, das ist bekannt. Hops! Oh nein, eine 2. So endlich ist auch Goomba beginnt. Und dann folgt Buhu. Und dann ich. Monty Maulwurf ist als drittes dran. Was für ein Verlierer. Und Shy Guy beendet das Ganze. Als Startkapital bekommt jeder 5 Münzen geschenkt. Das ist doch mal ein Anfang. Sterne sind der Schlüssel zum Erfolg. So viel ist ja klar. Wo also befindet sich der Erste? Toadette hat ihn für uns bereit. Na, da ist sie mit einem Stern. Hier, ein schöner, glänzender Stern. Sammle genügend Mützen und komm dann zu diesem Feld. Wer sich wohl die meisten Sterne sichern wird? Ui, das wird spannend. Dann mal los. Ja, das wird ein Spaß. Ich hoffe, ich werde es sein. Wenn Goomba beginnt, Goomba ist am Zug. Ah, da hat er seinen Sonderwürfel schon gezeigt, schon präsentiert. Jeder Charakter hat hier tatsächlich einen Sonderwürfel, mit dem man spezielle Sachen machen kann. Und Buhu ist am Zug. Ich glaube ja, der hat bessere Möglichkeiten, dass der bessere Chancen oder halt auch schlechtere, wie man hier anhand von Buhu sieht.
Er bleibt da gerade stehen. Monty Maulwurf ist da am Zug. Normaler Würfel und Maulwurf Würfel. Der Monty Maulwurf Würfel. Achso, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie einen beim gewöhnlichen Würfel. Und beim beim Monty Maulwurf Würfel haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus. Statt der 1 ist ein plus eine Münze. Okay, ja, das ist jetzt nicht sonderlich besonders. Am bloß halb die Münze. Okay, nehmen wir den Maulwurf Würfel. Ja. Ist ja sehr speziell. 5! Wow! Nicht zu Beginn sowas gut zu würfeln. Zack, zack, zack. So, nach links ins gefährliche Gebiet. Hier gibt's Münzen. Auf 3 Münzen lässt dich der Wumm vorbei. Oder kostenlos ins Innere der Ruine. Ja, dann laufen wir vorwärts, keine Münzen riskieren. Zack. Da haben wir sogar 3 Münzen noch kassiert. Scheigeist am Zug. Na, er würfelt mit seinem Würfel. Was bringt denn der? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ja. Ist nicht schlecht. Ui, wo wandert der denn jetzt hin? Die Wumms wandern um die Gegend. Minispiel. Das erste Minispiel hier. Eine Runde. 4 Spieler Minispiel. Na, was wird's wohl sein? Das erste Minispiel. Pfannkuchenpyramide. Hier haben wir wohl eine Demo, hier können wir es mal probieren. Ah, okay. Die Aufgabe ist, viele Pfannkuchen zu ergattern. Du kannst nur komplett freiliegende Pfannkuchen greifen und auf den Zeller ziehen. Pfannkuchen mit einem Stern drauf sind 3 Punkte wert. Okay. Ah, okay, da haben wir es mal getestet hier. Aha, die Demo. Auch. Testversion. Ah, okay, alles klar. Ich muss ja versuchen zu gewinnen. Ja, die da unten kann ich dann nicht wegziehen. Oh nein, er zieht mir meinen Stern weg. Na, Stern muss man schnell genug sein. Hm, hier, zack, 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 zack. Na, meins. Oh, das sieht schlecht aus. Habe ich sogar verloren. Müssen wir uns anstrengen. Hier oben die Knöpfe. So, kann es mal losgehen. Concentration by the game. Aufpassen. Ja, komm. Zack. Zack. Schnell, schnell, schnell. Zack. So, hier, das noch greifen. Zack, zack. Die Sterne müssen wir abgreifen. Na komm, zack. Und zack, nimmst du dir. Ach, verdammt. Muss gut sein. Oh, verdammt. 8, 9. Zack, verdammt. Der letzte. Habe ich nicht gut abgeschnitten. Echtes Ergebnis für den Anfang. Die Münzen werden nach Gutheitsrang verteilt. Es gibt 0 Punkte und 0 Münzen. Achso, Scheige war noch schlecht oder was? Wie? Okay. Du machst am Zug. Naja. Jetzt würfelt er mit seinem normalen Würfel. Zack. Ne, 6. Uha. Gib mir 3 Münzen und lass dich vorbei. Okay, da vorbei. Ah, jetzt ist der Weg zum Stern versperrt. Ah, okay. Verstehe. Besonders eigenes. Oh, oh. Das sieht gefährlich aus. Domino. Rums. Und da kommt der Stein. Indiana Jones mäßig. Und Gumba geht's zurück. Ja. Ah, okay, verstehe. Es gab's in Mario Party Islands Tour. Auch schon mal. Keine Sache, die man vergleichen sollte. Das hier ist auf jeden Fall besser als Mario Party Islands Tour. Ich habe bisher nur Mario Party Islands Tour Let's Played. Dann wird es mal Zeit, ein gutes zu spielen. Okay, das hat ja irgendwas gequatscht. Habe ich nicht gelesen. Mist. Konzentration. Kann man jedenfalls auch weggespielt werden, wenn man ganz am Ende ist. Ah. So, ein geheimer Block. Verfehlt. Kriegt er nur Münzen. Tja. Monty Maulwurf ist am Zug. Endlich. Und ich bin nicht mal dran. So, der Monty Maulwurf Würfel. Und der normale Würfel. Ja, was soll das? Monty Maulwurf Würfel. Dabei ist das beim nächsten Brett mal ein anderes. Nehme eine andere Karte. Zeit für einen Tod-Tipp. Um dir bei der Orientierung der Ruine zu helfen.
unfleißig Münzen zusammen, begib dich auf die Blaurute. Wenn du einige Mützen beisammen hast, schlag die rote Route ein, um an Sterne zu kommen. Ah, okay, vielen Dank für den Tipp. So, da bin ich. Zack. Würfelmonti. Eine 6. Wow. Jetzt sind wir schon fast da. Spielbrettübersicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verbündetenfeld. Okay, da gehen wir hin. Das ist gut. Da lang. Ui, Paukuper. Wenn du mir 5 Münzen gibst, transportiere ich dich zu einem anderen Kontrahenten. Nein, nix da. Dann bis zum nächsten Mal. Das ist mir zu riskant. Bin ich ein Feld weiter. Ein Feld. Oh, ein Turbopilz. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Scheingeist am Zug. Dann habe ich übrigens schon genug Münzen, um... Ich glaube nicht. Ich habe nur 8 Münzen. Ich habe nicht genug, um mir einen Stern zu holen, wenn ich da bin. Das wäre eine Pleite. Muss beim Minispiel jetzt wohl mich behaupten. Was bekommen? 4 Spieler Minispiel. Aha. Immer nur mir. 4 Spieler Minispiele. Nicht dabei sein ist alles. Okay. Ah, okay. Herausfinden, welcher Charakter fehlt. Einige Charakter sehen sich in der Form und Farbe sehr ähnlich. Lass dich nicht durcheinander bringen. Ah, okay. Ah, ein Suchspiel. Wer ist nicht dabei? Von den dreien. Ah, okay. Gute Willi, wer ist hier gewesen? Ah, schön. Runde 2. Mal gucken. Der ist nicht dabei. Der ist da. Der da. Der Fischi. Super. Und so macht man's. Letzte Runde. So, man, der Test. Die Testbänden. Ist ein bisschen kniffliger. Der ist dabei. Der. Bowser ist nicht dabei. Bowser ist nicht dabei. Ja. Du machst's falsch. Ja, Bowser hätte ich doch erkannt. Nice. Das können wir schaffen. Na denn, bereit. Auf geht's. So, jetzt wird's ernst. Toadette bereitet das Spiel vor. Start. Okay, Runde 1. Wer fehlt? Okay, Donkey Kong ist da. Der ist... ist der auch da? Yoshi ist auf jeden Fall da. Das! Da, der ist falsch. Der ist nicht da. Yoshinski habe ich doch gesehen. Ja. Der Stachy. So, diesmal gewinnen wir mal. Ein paar Münzen zu kriegen von den Sternen. So, okay, den habe ich gesehen. Den habe ich auch gesehen. Hier. So. Nein, Cooper ist da. Cooper ist da. Scheiße. Mist. Wenn ich richtig hingeguckt, das war ein anderer Kugelfisch. Mist. So ein Mist auch. Wer fehlt? Genau hingucken. Yoshinski sehe ich nicht. Yoshi ist nicht da. Es wird knapp. 10 Punkte. Ja, ich bin Erster. Nice. Ein paar Münzchen für mich, um den Stern zu bekommen. Manchmal hat gewonnen. Ja. Du darfst weitergehen. Ich bin Erster. Aber immer noch auf Platz 3. So sieht's aus. Verbessert habe ich mich. Den Buchu müssen wir schlagen. Runde 3. Gumbas am Zug. Oh, so ein Müll, dass ich jetzt hier immer auf dem 3. Platz bin. Von der Spielreihe. Vom Spielreihenzug. So, wir holen uns halt noch unseren ersten Stern. So sieht's aus. Blue würfelt. Zack. Eine 6 hat er.
Oh, das sieht schlecht aus. Endlich Stern. Er nimmt den Stern. Er kauft den Stern. Ach, verdammt. Der hätte mir gewesen sein können. Und als erstes da ist, der holt sich den Stern. So ist es nun. Oh, die Animation. Stern erhalten. Damit führt Buhu. Ah, dieser Buhu, den müssen wir alle machen. Maulwurf gegen Geist. Buhu übernimmt den ersten Platz. Gut, dann ist es Zeit, den nächsten Stern zu platzieren. Einen anderen Platz. Oha, so weit drüben. Au, oh, Backe. Müssen wir da hinkommen. Naja. Ich glaube, ich mache noch einen Zug, dann ist das hier vorbei. Dann wende ich den Part. Ich hoffe, der ist da nicht überzogen. Na komm, ein Zug noch, eine Runde. Na sowas, Buhu hat ein Versteck gefunden. Vor dem Ding. Das ist nur so ein kleiner Spalt, den man schaffen kann. Also manchmal wirft es wieder dann. So. Den Zug noch zu Ende und dann. Turbopilz, Wurf plus 3. Naja, den heben wir uns auf. So, würfeln. Natürlich Montys Würfel. Der hat die Möglichkeit für ein extra Münzchen. Okay. 3 war nicht ganz so gut. Scheiger ist am Zug. So. Scheiger würfelt. 6. Uiuiui. Wir sind alle gut im Würfeln. Ich habe gerade eine 3 gewürfelt. Zahlt nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wäre gut für ihn, der ist weit hinten. Könnte vortransportiert werden. Oh, ein Mega-Turbo. Ein goldener Turbopilz. Das erhöht wahrscheinlich um mehr als 3. 6. Das macht es gleich voll, den Würfel. Minispiel. So, was haben wir hier? Kletterkonkurrenten. Ein 3 Minispiel hier im Part. Okay, halte L bzw. R gedrückt und schwinge nach unten. Und lass die Taste wieder los und schwinge aufwärts. Okay, so müssen wir das spielen. Dass du oben bist. Okay, noch bin ich unten. Okay, zack, zack, zack. Okay, Joy-Con bewegen. Ja, ein bisschen Fingersport. Ja, und immer loslassen und zack und loslassen und verstehe ich. Und jetzt habe ich es gereilt, jetzt können wir mal in der Übung alles geben. Zack, 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 zack. Handmuskeln trainieren. Zack, 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 zack. Fetter Maulwurf, aber. Der schafft's doch auch noch rum, oder? Zack, 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 zack. Na komm. Hu, hu, hu. Nicht nachlassen, nicht nachlassen. Ja, der erste. Übung. Na komm, bin bereit. Ja, bereit bin ich auch, aber vor allem bereit bin ich. Oh. Okay, da bin ich. Okay, war doch nicht so bereit. Hu. Hopp, na komm. Monty Maulwurf steigt hoch. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Der echte Club-Einsatz. In Mario Party. In Super Mario Party. Zack, 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 zack. Und Joy-Con werfen hier. Nein, nicht werfen. Hoffentlich nicht. Bewegen. Hopp, hopp. Kletter, 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 kletter. Darf's nicht. Oh. Ich bin schon zweiter, zweiter. Ah, verdammt. Letzter. Da war ich nicht so gut. Goomba gewinnt. Ah. 2 von 3 Minispielen verloren. Ah. Kein guter Part. Und den Stern auch verfehlt. Ah. Kein so guter erster Part. Kann man besser beginnen. Das Let's Play. Skills. Ja. Welche Skills? Na, während Goomba würfelt, würde ich mal sagen, beenden wir diesen Part. Und während Goomba weiterläuft.
Daumen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Man sieht sich im nächsten Part, wenn ich dann meine Runden ziehe hier durch die Ebenen hier von Wumps Spielbrett. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein und bis dahin. Ciao, ciao.